Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Mass Effect 3. Und ich glaube, dass es so langsam in Richtung Tushanka gehen müsste für die nächste Hauptmission. Ja. Neue Nachrichten? Nein. Okay. Ich kann hier nichts machen. Ich gehe noch mal nach Irune. Ja, ich gehe noch mal kurz nach Irune und dann gucken, aber sonst geht es nach Tushanka. Na. So. Wir tanken noch mal kurz. So. Ich habe irgendwie das Gefühl, es werden hier immer mehr. Sie gehen eine Frage heilen, Bombe finden, ja. Wo war Irune denn nochmal? Irune war Milanest, ne? Ich meine, das hätte ich mir irgendwann mal so aufgeschrieben. Vular. Nee. Ach, da war das. War das das, was ich nicht finden konnte? Dann mache ich alternativ nochmal die Isma-Grenze. Da weiß ich auf jeden Fall. Da ist ja auch nichts. Ach, egal, komm, hier. Nicht länger Zeit dran verschwenden, nach Kroganischen DMZ gehen. Fliegen. Gehen würde lange dauern, glaube ich. So, Tushanka. Und wir müssen erstmal die Bombe finden und dann die Genophage heilen. So, für die Bombe nehmen wir Garrus und Liava mit. Ja. Das ist alles super. Punkte haben wir auch wieder ein paar. Biotikmeisterschaft zum Beispiel. So. Geht nicht. Doch, hier geht natürlich auch. Weil zwei Punkte können wir direkt was Neues machen. Ja, machen wir Überlastung. So, und Liava macht das. Hindert ein Feind am Weitergehen. Oder Warp. Zerreißen sie ihren Feind auf molekularer Ebene. Ich habe lieber den Warp, glaube ich. So. Wir hören Sie, 9. Zug. Sind fast am Bombenareal, Commander. Werden ziemlich rumgeschleudert. Näher gehen wir nicht ran, Lieutenant. Suchen Sie nach einem Platz, wo Sie Ihren Zug absetzen können. Verstanden. Erzählen Sie was über die Cerberus-Bombe. Sie ist nicht von Cerberus, Commander. Sie ist Turianisch. Was heißt das, Turianisch? Sie wurde vor Jahrhunderten platziert, nach den Kroganischen Rebellionen. Die Bombe diente dem Schutz vor einem weiteren galaktischen Krieg. Brutal, aber es leuchtet irgendwie ein. Es wäre das Ende der Kroganer, wenn sie Mätzchen machen. Das war ein Fehler. So eine Taktik schafft kein Vertrauen.
Aber jetzt müssen wir erst die Bombe entschärfen. Ja, aber Cerberus hat sie gefunden. Die Detonation würde einen Krieg zwischen meinem Volk und den Kroganern bedeuten. Stimmt. Das erklärt die Geheimhaltung. Wo ist sie? Bei diesen Gebäuden vor uns. Cerberus hat vor, sie auszugraben. Der neunte Zug wird ihre Flanke decken. Bei der Aktivität merken doch die Kroganer, dass was faul ist. Dann dürfen wir nicht versagen, Commander. Verstanden, Lieutenant. Versagen ausgeschlossen. Ja, das fängt jetzt super an. Bewegung, Leute! Jo, direkt. Das geht hier direkt los, würde ich sagen. Köpfe runter! Na, wunderbar. Ja, weil wir euch zusammengearbeitet, ihr müsst uns nicht erschießen. So. Hier geht's aber ab. Ja, merke ich. Na, 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 na. Ja, ich weiß, wir können hier nicht bleiben. Das ist mir schon klar. Okay. Alter, das ist der richtige Krieg hier einfach mal. Hast du ja auch nach ein paar Minuten schon so ein Trauma. So ein Knalltrauma. Hallo. So. Hei, hei, hei. Sobald wir die Bombe erreichen, muss ich den Auslöser umprogrammieren. Ja, das ist gut. Oh, na, nicht schon wieder. Hey. Hallo. Tja, das Geschütz hat euch mal nichts gebracht, ne? Ja, ja, ja. Wartet ihr auf die Deckung, dass alle anderen sterben vorher. Ach, echt? Ja, aber es bringt ihnen doch nichts, wenn wir über Lastung haben. Briefschlitz. So. Na. Da bist du schutzlos, würde ich sagen. Rüber nach links, Schöpfer, da geht's raus. Echt? Ja, sehe ich. Oh, eine Konsole, die wir bergen können. 5000 Credits, meine Güte. Extrem, aber es waren verzweifelte Zeiten. So viel durchzumachen und dann alles in einem gewaltigen Blitz zu verlieren, das ist fürchterlich. Ja, kann man so sagen. Cerberus leistet Widerstand, aber der neunte Zug rückt vor, Commander. Gute Arbeit, Lieutenant. So. Hallo. Ich glaube, ihr seid alle weg. Ja. So. Was? Na, wunderbar. Zielfernrohr für die Pistole, aha. Wow. Das klingt gar nicht. Ja, es hat wohl nichts gemacht, Leute. Ich wollte gerade sagen, warum sieht denn das so aus wie unser, aber das ist...
ist ja auch ein Servus-Schiff gewesen. So. Cerberus zieht ab. Was? Ja, das werden wir nicht zulassen. So. Wobei das auch wiederum heißt für uns, wir haben gewonnen. Einverstanden, dann los! Wow. Ja, da hat keiner gewonnen, würde ich sagen. Mhm. Es war wohl weit genug unter der Erde. Cerberus musste es erst ausgraben. Hoffentlich weiß Victus, was er tut. Wir kriegen keine zweite Chance. Wir müssen weg, Shepard. Commander, wir sind am Bombenareal. Gehen zur Kontrollstation. Verstanden. Wir sind unterwegs. Und wie kommen wir da hin? Das ist die große Frage. Hier sieht's nach was Gutem aus. Auch nicht. Ja, gut. Ach, guck mal, da ist der Leiter. Aha. Boah, konnte man ganz... ja. Ganz, spät erst sehen. So, was haben wir denn hier? Der Weg zur Bombe müsste also frei sein. Müsste. So. Ja. Evakuiert, ich merke das schon. Das war's wohl. Einfach vorrücken. Diese Geschütze können uns gar nichts. Irgendwo einer ist dann noch geflüchtet, aber... Steuerungspläne für automatische Geschütze helfen mir jetzt nicht. Könnten später aber nützlich sein. Wir sind nah dran, los! Ja. Ich bin an der Steuerkonsole, Commander. Cerberus hat vor dem Auslöser eine Firewall aufgestellt, um uns zu bremsen. Ich muss eine Überbrückung herstellen. Das dauert eine Weile. Wie gesagt, kein Auslöser, keine Explosion. Schaffen Sie das? Sie können den Auslöser deaktivieren? Ja, die Tech ist alt. Ich weiß, was zu tun ist. Einen Moment noch, Commander. Wir decken Ihnen den Rücken. Wir sorgen dafür, dass Sie genug Zeit haben, Lieutenant. Verstanden. Beginne mit Überbrückung. Und danke, dass Sie mir diese Chance verschafft haben. Machen Sie es einfach richtig, Soldat. Oh, fuck. Oh, fuck. Commander! Konzentration auf die Bombe. Wir kümmern uns um Cerberus. Ich weiß nicht, wo. Niemand kommt an uns vorbei. Ja. Schützen Sie ihn! Wir errichten hier... im Altempo. Und hier... eine Basis. Ein Punkt. Von dort an kommt keiner weiter südlich. Na, aber nur. Und wenn, dann können wir immer noch ein paar Basen zurückrücken. Erstmal müssen wir aber vorrücken, damit wir mehr Zeit zum Zurückrücken haben. Ja. Nach weiteren Shuttles Ausschau halten. Da hinten. Na. Ja, Leute. Hammer. Oh. Sofort! Ich brauche eine andere Waffe. So, Leute. Ja, wunderbar. Was ist denn das für eine Nachladezeit? Okay.
Okay, ist eine Schrotflinte, aber... Haben wir? Haben wir. Wow. Okay. Kein Problem. Die kümmern sich irgendwie nicht um uns. Wow, wo sind die nächsten? Oh, direkt vor uns. Hallo. Aua. Commander, die Firewall ist unten. Ich bin drin. Ja. Bei den Geistern. Cerberus hat den Auslöser gehackt. Sie wird detonieren. Entschärfen. Keine Zeit. Ich muss den Auslöser von der Bombe trennen. Jetzt. Braucht Deckung. Oh. Shit. Commander, ich empfange Funksprüche von den koganischen Truppen auf dem Planeten. Sie erledigen anscheinend gerade die restlichen Cerberus-Truppen. Zum Glück musste ich die Kroganer nicht über dieses Überraschungspaket informieren. Sind sie sicher rausgekommen? Es klang so, als wäre es da unten ziemlich übel gewesen. Die Turianer haben schwere Verluste erlitten, Joker. Der Sohn des Primarchen war auch darunter. Verstanden, Commander. Joker, Ende. Er hat nie gezögert. Was er vorher auch war, dafür wird man sich an ihn erinnern. Was werden die Turianer davon halten, Garrus? Schwer zu sagen. Im Krieg werden Opfer erwartet. Er hat viel für uns getan, aber wir sind schwer zufriedenzustellen. Man lebt für die Sache. Gesellschaft, der Zug gehen vor. All das wird erwartet. Er hat getan, was er tun musste. Ja, das hat er. Gute Arbeit auf Tuchanka, Commander. Die Entschärfung der Bombe hat einen turianisch-kroganischen Krieg verhindert. Wir können uns eine derartige Spaltung zurzeit nicht leisten. Joker meinte, die Kroganer stellen die Bombe sicher. Sie sind eingerückt und lehnen jede Hilfe von turianischen Bergungstrupps ab. Verständlich. Die Situation ist im Moment sehr anfällig. Mit Reeve und dem Primarchen an Bord der Normandy sitzen sie auf einem Pulverfass. Das Bündnis zwischen den beiden ist nicht gefestigt. Bewahren Sie den Frieden, Commander. Das ist ein Befehl. Jawohl, Sir. Beckett Ende. Ein weiterer galaktischer Krieg mit den Kroganern ist unmöglich. War die Genophage nicht schon genug? Brauchten sie noch einen Weg, um ihre Haustiere anzuketten? Die Entscheidung wurde vor Hunderten von Jahren gefällt. Es hat sich viel verändert. Sie haben uns trotzdem nichts über die Bombe erzählt, Sie Feigling. Hey! Wir müssen weitermachen. Die Vergangenheit darf uns nicht zerreißen. Nur zusammen haben wir eine Chance. Primarch, Sie hatten eine Bombe auf Tuchanka. Und Reeve, Sie hätten anstelle der Turianer genau dasselbe gemacht. Commander! Es ist vorbei. Sein eigener Sohn starb, als er es wieder gut machen wollte. Bitte, Commander.
Es ist schon in Ordnung. Also gut, Commander, ich stimme zu. Wir müssen uns auf stärkere Feinde vorbereiten. Genau. Ich verstehe Ihre Vorbehalte, Commander. Aber hoffentlich verstehen Sie nun auch die Geheimhaltung. Sie haben einen so hohen Preis bezahlt. Geheimhaltung tötet. Das haben Sie jetzt auf die harte Tour gelernt. Ja. Die härteste Lektion meines ganzen Lebens, Commander. Mein Sohn, er starb mit dem Respekt seiner Männer. Dafür möchte ich Ihnen danken. Sein Opfer wird in der Chronik des 9. Zuges aufgeführt werden. Und darauf wäre jeder Vater stolz. Jawohl, Sir. Mhm. Ja, sehr gut. Und ich würde sagen, damit kann man auch perfekten Cut machen. Bis zur nächsten Folge.